Hi, danke. Bitte bleibt sitzen. Ja, die Aufgabe vom ersten Künstler ist es, die Stimmung hochzuziehen. Ich habe die Reihenfolge nicht gemacht. Ja, sorry, ich muss mich auch beeilen. Ich habe danach einen bezahlten Auftritt. Ich bin ehrlich, okay. Viele von euch wissen es wahrscheinlich nicht, aber ich bin berühmt. Ich sag's vorher mal gern, weil viele es nicht wissen und ich dachte, so spricht er sich rum. Ja, ich bin Fame. Mir gehört ein großer Teil vom deutschen Weltkultur-Fame. Fame ist Englisch und bedeutet auf Deutsch Fame. Ist halt einer dieser Begriffe. Jedenfalls bin ich berühmt, aber keine Sau weiß es. Ich verhalte mich aber trotzdem gerne so. Ich war letztens am Flughafen, gerade am Einchecken, und da meinte die Frau, ja, jetzt bräuchte ich aber noch ihren Namen. Und ich meinte nur, der war gut. Ich bitte Sie. Ich bin's. Ich bin Fame, Bitch. Ja, kam nicht so gut. Ist aber auch nicht so, dass die Leute mich nie erkennen. Anderes Mal war ich in der U-Bahn, da kam eine Frau auf mich zu und meinte, Sie sind doch Masoud, der persische Comedian aus dem Fernsehen. Und ich meinte ganz stolz, ja, wollen wir ein Foto machen? Und sie, nee, schon okay. So wichtig ist es auch nicht. Mitleidsgeschichten kommen gut hier, okay. Ich war im Hotel am Frühstücken alleine, also weil ich hatte einen Abend davor einen Auftritt und ich saß alleine, weil ich am Tag davor niemanden, ach, ist doch scheißegal, ich saß da auf jeden Fall alleine, wieso, ist auch egal, und war am Frühstücken, Haferflocken, und merkte, wie so ein Pärchen am Tisch schräg gegenüber anfängt zu tuscheln. Ist er das? Nein, nein, das ist er nicht. Doch, doch, das ist er. Also lächelte ich die an und meinte, hey, bitte, nimm doch Platz. Und die, oh, wir sind keine Fans, wir haben dich nur erkannt. Das ist mein Leben. Ah, halt doch dein Maul. Die sagen, oh, aber am Ende schlafen sie doch nicht mit dir. Es ist so. Scheiße. Ich war im Restaurant, hab Spaghetti bestellt und der Kellner meinte, wollen Sie Brot dazu? Und ich meinte, nein, danke. Und er guckt mich an und flüstert, hey, ist okay. Das Brot ist umsonst. Keine Ahnung, was die Leute von mir denken. Jetzt bin ich hier und lebe den Traum und trete auf für kein Geld. Das ist schön. Bei einem Wettbewerb. Kein großer Fan von sowas. Kann sein, dass ich deswegen noch rotziger bin als sonst. Es ist so. Ach. Ja. Ich werde hier auch übrigens, ich muss mal erklären, was ich hier mache. Ich mache Comedy. Es kann sein, dass ab und zu ein bisschen Kabarett mit reinrutscht. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Ist nicht meine Absicht. Für die von euch, die den Unterschied nicht kennen, Comedy-Kabarett, ich erkläre es gerne. Ich habe ja hier auch einen Bildungsauftrag. Offensichtlich. Akzeptiert es einfach. Wenn ihr lacht, ist es Comedy. Wenn ihr nicht lacht an der Stelle und euch denkt, hä? Kabarett. Das war Varieté. Okay. Das ist so das Niveau hier. Konfetti und die Leute flippen aus. Ich habe Jahre an diesen Text geschrieben und dann so, Alter, scheiße. Das ist meine private Hose, ich muss das alles rausnehmen. Immer wenn ich irgendwo bezahle und dann kommt das Konfetti raus, sagen Leute, wie, du hast Konfetti in deiner Tasche? Und ich sag, ja, du etwa nicht? Einfach den Spieß umdrehen, weißt du? Dann denken die werden die Verrückten. Ja, Bouillabaisse der Unterhaltung, bisschen was von allem, aber kein Ethno-Zeug, ist mir zu blöd, sorry. Ich werde jetzt nicht sowas sagen wie, gestern habe ich eine alte VHS-Kassette von Planet Affen gefunden, geguckt. Und nach 30 Minuten habe ich gemerkt, ah nee, ist ja das Hochzeitsvideo meiner Eltern. Jawohl, das war ziemlich witzig, gibt's so. Vorurteile sind schon eine witzige Sache, ne? Rassismus, ist euch schon mal aufgefallen, dass wir gegen jede Gruppe, Religion, Länder, gegen Gruppen an sich Vorurteile haben? Gegen alle? Außer gegen Eskimos? Ist doch so. Außer dem Begriff Eskimos haben wir nichts. Stimmt doch. Wer denken die, wer die sind, die Penner, Alter? Die haben nicht mal Vorurteile. Aber es stimmt doch, keiner von uns geht im Winter raus und denkt sich, oh, scheiß Schnee, waren bestimmt wieder diese verkackten Eskimos. Kommen hier in unser Land mit ihren Pinguinen und versuchen uns ihre Religion aufzuschwätzen. Ich glaube, es hackt.
Jetzt denkt sich der ein oder andere Kamerazuschauer, hey, Moment mal, Pinguine, Eskimos, macht ja gar keinen Sinn. Hat sich keiner gedacht gerade, wa? Das ist okay. Aber Leute, es ist Rassismus, wo macht der schon Sinn? Ja. Ach ja, ich bin übrigens Flüchtling. Schock. Okay. Also ich war Flüchtling, irgendwann hört man auf damit. Ist nicht so. Nur damit. Deutschland war ganz nett, aber hey, nächste Woche Mallorca. Nee, so ist es nicht. Das ist durch. Deswegen bin ich auch eingeladen worden. Die meinen, hier, Marcel, komm mal her, erzähl mal über dein Flüchtlingsleben, erzähl mal über deine Chroniken. Hier hast du ein Stück Brot, mach mal. Ja, das ist toll, ne? Ja, ja. Ich meine, wir hatten auch nicht so einen Flüchtlings-Lifestyle. Eher so amerikanisch. Sprich, mein Vater ist abgehauen, als ich 14 war, und meine Mutter ist starke Alkoholikerin. Also von daher so eher westlich, ne? Außerdem hatten wir es als Flüchtlinge damals auch nicht so schwer wie heute. Ich meine, wir sahen kleidungsmäßig genauso scheiße aus wie die jetzt. Aber wir sind nach Berlin gekommen, als die Mauer gerade gefallen ist. Deswegen dachten alle, wir kommen aus Ost-Berlin. War es nicht. Das war es nicht so schlimm. Es gab Umarmungen und Geld. Ja. Ah, fuck, ich spiele gar kein Klavier, sorry. Oh. Voll vergessen. Dafür gibt's Applaus, Alter. Dann klatsch mal für die nachher, die spielen nur. Dann könnt ihr sagen, was? Ja, sorry, ich bin in letzter Zeit total vergesslich. Ich war letztens joggen und hab voll vergessen, dass ich joggen war. Ich dachte so, hör, warum rennst du? Dann dachte ich mir, du hast dir bestimmt was dabei gedacht, als du angefangen hast. Also, zieh durch. Dann dachte ich mir, vielleicht rennst du ja vor jemandem weg. Ne? Ich habe mich umgedreht, da war keiner. Da dachte ich, ja, lauf weiter, du hast Vorsprung.